Herzlich willkommen beim Motorradmagazin aus Malaga, wo wir drei BMW-Modelle testen. Dementsprechend dicht ist das Programm. Die Videos sind auch ein bisschen kompakter und ich erzähle vielleicht hin und wieder auch einen Scheiß. Aber das liegt halt an diesem Zeitplan, an diesem Straffen. Das erste Modell gestern war die F900 GS. Sensationell, hat sich total verändert. BMW hat auch behauptet, dass es das Modell ist, was sich am stärksten im Charakter verändert hat, in der Modellhistorie. Dann sind wir noch die sensationelle M1000 XR gefahren, 200 mpS Crossover. Aber Home is where the heart is und das ist bei mir genau hier. Bei der R90, die jetzt den Zusatz R12 trägt, warum das so ist und was sich verändert hat, das erzähle ich euch gleich. Willkommen zurück. Seit 11 Jahren weiß ich, dass in jede gepflegte Garage eine R90 gehört. Und ich habe sie mir immer noch nicht besorgt. Das hat das Konto leider nicht hergegeben. Der Hausbau halt noch nach. Aber dieser Neoklassiker, den BMW hier geschaffen hat, der wirklich die Essenz des Boxers einfach verkörpert, den kann man die nächsten 100 Jahre noch fahren und er wird mir nicht langweilig. Es ist einfach sensationell, dieses Design, was nicht alt wird und auch aber nicht alt wirkt. Also das ist ja das Meisterhafte. Jetzt trägt sie den Zusatz R12. Es gibt ja die R18-Reihe, jetzt gibt es halt auch diese R12-Reihe mit dem kleineren Boxer, dem 1170 Kubik großen und ein zweites Modell, das sich nur R12 nennt. Das ist dann, geht ein bisschen in Richtung Cruiser. Wir haben einen 150er 80er Hinterreifen statt 180, 55. Wir haben vorne 18 Zoll, also ein bisschen eine andere Geometrie. Und die Fotos von diesem Modell werden ihm nicht ganz gerecht. Also wer sich auch gewundert hat, so wie ich, bei den ersten Werbefotos von BMW, nicht schrecken lassen. Schaut es euch live an, beim Händler oder auf einer Motorradmesse. Das Ding ist absolut gelungen, in der richtigen Konfiguration. Es gibt viele Möglichkeiten, natürlich das Motorrad zu verändern, auch ab Werk schon. Da hinten steht eine ganz schwarze. Ein Bild hat man uns gezeigt von der schwarzen mit Gussfelgen auch noch. Das hat noch besser ausgeschaut für meinen Geschmack. Ich weiß nicht, ob ich es einblenden kann, aber man kann wirklich was ganz Schönes draus machen. Vielleicht ein bisschen ungeschickt eben die Varianten, die man da gleich zum Eingang gezeigt hat. Zum Thema Veränderung, das war ja von Anfang an so eine Spezifikation von der R90, da wollte man am Anfang es den Customizern möglichst einfach machen. Jetzt behauptet man, wurde es noch einfacher mit einem neuen Hauptrahmen, jetzt soll man die Teile alle noch leichter abnehmen und andere draufstecken können. Hier unter anderem auch den Tank eben von der R12, den kann man switchen, falls man einen anderen Look will. Wir sehen hier Monoposto mit einem wunderschönen Heck. Klarlack, gebürstet. Ich setze mich mal kurz drauf. Sehr zugänglich, 795 mm Sitzhöhe. Ihr wisst, ich bin 1,80, das heißt, ich sitze hier eh fast schon Cruiser-like drauf. Der Kniewinkel, der ist dann fast ein bisschen sportlich. Auch der Lenker schön moderat gekröpft. Und da sehen wir auch schon eines. Das gibt es jetzt alternativ zu den beiden analogen Rundinstrumenten. Es ist also ein kompaktes, kleines, schmales TFT. Geht ein bisschen in Richtung Moto-Gadget, ist nicht ganz so reduziert, aber viel gibt es hier nicht abzurufen. Wir haben hier die drei Fahrmodi wieder wählbar. Dynamic Road und Rain. Und interessant ist, auf der F900 GS war mir dieser Dynamic-Modus im Ansprechverhalten zu aggressiv. Heute war er genau richtig. Ich habe den dann irgendwann eingestellt und habe mir gedacht, genauso muss das eigentlich sein mit dem Ansprechverhalten. Die Bremse hat mir nicht hundertprozentig gefallen. Man legt hier an und plötzlich kommt dann irgendwann die Kraft zu schnell. Also das ist sozusagen für meinen Geschmack zu aggressiv, progressiv. Ansonsten ein hochwertiges Fahrwerk, also Upside-Down-Gabel, 45 mm voll einstellbar, Federbeinzugstufe und Vorspannung einstellbar. Da haben wir hier den Drehgriff. Der Boxer leistet jetzt 109 PS bei 7000 Touren, Drehmoment 115 Newtonmeter bei 6,5. Das Ganze bei einem WMTC-Verbrauch von 5,1. Ich lag nur unwesentlich drüber, auf 5,3 oder so war eine beschwingte Ausfahrt, nicht besonders flott, aber da trifft man das alles schon ziemlich genau, das muss man sagen, bei diesen WMDC-Verbräuchen. Wenn man sich wirklich übertreibt, dann landet man ungefähr dort bei der offiziellen Angabe. In den Tank passen 16 Liter rein,
Sitz habe ich erwähnt, 220 Kilogramm leicht, 210 Kilogramm Zuladung. So. Die Bremse sei auch noch erwähnt, 310 mm Scheiben haben wir hier vorne, vier Kolbensättel natürlich. Dann ein Keyless Ride System. Da vorne kann ich den Schlüssel, der für meinen Geschmack auch ein bisschen groß geraten ist, zwar einstecken, aber es ist nur zum Verriegeln. Also ich kann ihn hier auch verwahren in der Jackentasche und das Motorrad hier starten. Für den Tank brauche ich aber dann doch hier vorne den Fuchsschwanz sozusagen. Was ist noch oben? Natürlich die Schlupfregelung, dynamische Traktionskontrolle, ABS und zwar teilintegral, das heißt, wenn ich vorne bremse, bremst es auch hinten mit, aber nicht umgekehrt. Dann haben wir noch eine USB-C-Steckdose hier auf der linken Seite und auf der rechten habe ich auch noch eine Oldschool-Steckdose. Das ist auch ganz praktisch. Wir hatten heute eben ein Handy aufgesteckt als Navi hier drauf, einfach draufschrauben und dann das Kabel hier runterleiten. Also das ist super platziert. Obwohl das Motorrad ja insgesamt so reduziert ist und so klassisch gehalten, schön versteckt. Und dann haben wir hier auch noch das E-Call-System, das berühmte, das haben wir schon mal gebraucht. Es war zwar keiner verletzt, aber es hat sich dann tatsächlich jemand gemeldet, das ist irrsinnig witzig. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Extras, der Quickshifter, da ist auch eine Kritik, der funktioniert hier auf dem Boxer auch nicht so optimal. Beim Runterschalten schon, seltsamerweise beim Raufschalten braucht man schon sehr viel Kraft. Da muss auch die Drehzahl gut passen, dass das halbwegs sauber vonstatten geht. Also das die Bremse ein bisschen und eben der Quickshifter, das ist halt dann sind nicht die größten Stärken dieses Motorrades. Dann gibt es natürlich den Tempomaten, den haben wir da auch oben. BMW-typisch, Heizgriffe, selbstverständlich dürfen nicht fehlen. Das Headlight Pro geht hier auch rein. Und dann natürlich diese Option 719 Teile, mit denen man das Motorrad schmücken kann. Und das ist das Schöne, die Auswahl hier an Originalzubehör ist wirklich, wirklich groß. Und dann kriegt man es auch gleich, wenn man es so bestellt, ab Werk so. Und dann hat das einfach ein Gesicht und da passt alles. Und es ist halt, keine Frage, ein Premium Classic Bike, der Preis ist auch dementsprechend angelegt. Das ist eben auch der Grund, warum ich noch keine habe. Aber es ist ja fast schon das Beste in diesem Sektor, das muss man schon sagen. Und ich freue mich auch schon auf die R12, die können wir dann allerdings erst zu Hause fahren. Und man wird nichts mehr bekommen. Und ich frage mich auch noch, wie lang, hoffentlich noch sehr lange, dass so den Boxer noch verkörpert, den originalen Boxer, er ist natürlich auch schon, hat auch schon viel bessere Manieren. Der Klang ist aber noch hervorragend, das muss man schon sagen, mit dieser Originalanlage. Aber er ist ja schon ein bisschen zivilisierter und so, da gab es natürlich, das war dann auch in den Generationen davor vielleicht noch ein bisschen schroffer. Und das typische Reißen dann nach links beim Start und so. Aber es ist noch sehr, sehr viel da und das ist die DNA von BMW natürlich und deswegen pflegt man auch den Boxer so und die R90-Linie, die R12-Familie, wie man es jetzt nennt. Ja, absolut großartig. Was haltet ihr davon? Wie gefällt sie euch? Gefallen noch andere Modern Classics vielleicht besser? Da gibt es ja auch Marken, die das auch sehr, sehr gut machen. Hinterlasst mir vielleicht einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Es kommen nämlich jetzt, glaube ich, wöchentlich mehrere Videos. Es ist unvorstellbar, wie viele Neuheiten jetzt präsentiert werden. Das geht so bis Ende April. Also dabei bleiben, Heft abonnieren, Heft nachbestellen, falls ihr eins versäumt habt oder einzelne Berichte aus dem Heft sogar abrufen und lesen. Und damit danke aus Malaga. Ich steige in den Flieger. Ciao.